Mama, dürfen wir dort einen Kaugummi aus dem Automaten holen? Ach Lena, ihr habt noch so viele Süßigkeiten zu Hause. Da müssen wir doch jetzt nicht hier etwas kaufen. Naja, okay. Schade, die Kaugummis sehen so lecker aus. Und es macht so Spaß, etwas aus einem Automaten zu holen. Ja, das sieht halt immer so schön bunt aus. Aber schmecken tut es auch nicht anders wie das, was ihr zu Hause habt. Anna, so ein Kaugummiautomat ist doch richtig cool, oder? Ja. Sollen wir uns einen Süßigkeitenspender einfach selber bauen? Das wäre toll, kannst du das denn? Ich habe da in einer Zeitschrift eine Bauanleitung, wie man das aus Karton selber machen kann. Und Süßigkeiten habe ich noch viele. Du hast ja einen richtigen Süßigkeitenvorrat. Ja, sag bloß, du hast deine alle schon aufgegessen. Nein, ich habe auch noch welche, irgendwo. Ich muss mal schauen. Ah ja, hier drin. Wenn die nur in der Tasche liegen, vergisst man sie nur. Aber in einem Süßigkeitenspender kann man immer sehen, was man noch hat. Ich hole mal einen Karton. Ja, gut. Für das Sichtfenster brauchen wir sowas Durchsichtiges. Das habe ich von einer Verpackung abgeschnitten. Prima, dann müssen wir jetzt wie in der Anleitung die Teile zuschneiden. Jetzt nur noch alles zusammenkleben. Hier unten muss ein Schieber hin, mit dem man auf- und zu machen kann. Ich bin so gespannt, ob es funktioniert. Jetzt können wir die Süßigkeiten einfüllen. Das sieht mega gut aus. Jetzt darf sich jeder etwas rauslassen. Ich stelle eine Schüssel drunter und nehme das hier. Ja, cool, es klappt. Jetzt will ich. Da würde man sich am liebsten die ganze Zeit bedienen. Aber zu viel Süßes ist ungesund. Das stimmt. Außerdem wollen wir doch unsere Vorräte nicht alle auf einmal aufessen. Genau, wir können den Spender ja in die Küche stellen. Mama soll ihn uns runtertragen. Mama! Ja, was ist? Wow, habt ihr das etwa ganz alleine gebastelt? Ja! Nach einer Anleitung aus meiner Zeitschrift. Und es funktioniert wirklich. Kannst du uns den Spender in die Küche tragen? Wenn wir dann einen Nachtisch wollen, können wir uns dort etwas rauslassen. Das mache ich. Am besten, wir stellen das auf einen Extratisch. Auf der Küchentheke ist etwas zu wenig Platz. Ja, das ist auch gut. Danke fürs Runtertragen, Mama. Zur Belohnung darfst du dir etwas rauslassen. Das ist aber lieb, danke. Ich probiere das gerne mal aus. Wow, das funktioniert aber wirklich gut. Ihr habt immer Ideen. Ich mache auf. Hallo Paul, hallo Alex. Können wir mit Anna und Lena spielen? Mädels, kommt ihr mal. Hallo. Wollt ihr mit Paul und Alex spielen? Na klar, kommt rein. Wir können euch gleich zeigen, was wir soeben gebaut haben. Oh, cool. Ist das echt? Ja, das sind echte Süßigkeiten. Sowas will ich auch haben. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch etwas rauslassen. Aber nur einmal. Das sind nämlich Annas und meine Süßigkeiten. Oh ja, ich will das da. Cool, danke. Und ich das. Danke. Sollen wir jetzt was spielen? Ja, kommt, wir gehen hoch in mein Zimmer. Wir können Kegeln spielen. Okay. Das macht Spaß. Ich kenne das total gut. Ich muss mal aufs Klo. Okay. Das sieht so lecker aus. Ich nehme mir da noch mal was raus. Ups, das war ein bisschen viel. Egal, es schmeckt so lecker. Und jetzt gehe ich wieder hoch. Ihr kegelt ja gar nicht mehr. Ja, wir malen jetzt. Schau, hier sind Stifte und Papier. Ich muss auch mal aufs Klo. Keine Einsicht. Dann lasse ich mir hier noch mal ein paar Süßigkeiten raus. Lecker. Die da will ich auch noch mal probieren. Schmecken auch gut. Und die hier auch gut. Wollt ihr auch etwas trinken? Ich gehe was holen. Ja, nachher. Moment mal, da war noch viel mehr drin. Und hier auch, da bin ich mir ganz sicher. Na, spielt ihr schön? Ja. Mama, hast du da was von gegessen? Nein, ich esse euch doch nicht die Süßigkeiten weg. Okay. Dann können es ja nur die Zwillinge gewesen sein.
Die sind hier ja auch auf dem Weg zum Klo vorbeigekommen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Anna, kannst du mir kurz was helfen? Ja, was denn? Komm mal schnell. Paul und Alex haben wohl unsere Süßigkeiten geplündert. Was? So eine Unverschämtheit. Was machen wir denn jetzt? Ich habe schon eine Idee. Wir füllen etwas anderes rein. Pass auf, dass sie nicht kommen. Vorne an die Scheibe stecke ich zur Tarnung ein Bild von der Verpackung. Und statt den Süßigkeiten lege ich hier Haselnüsse rein. Hier Rosinen, hier Mandeln und da noch Erdnüsse. Mal schauen, wie sie das finden. Fertig? Ja, komm. Ich habe euch unten auf dem Esstisch etwas zu trinken hingestellt. Okay, ich gehe gleich mal was trinken. Hihi, aber zuerst will ich noch mal was naschen. Was ist denn das? Das sind doch keine Süßigkeiten. Was machst du denn da? Nichts, ich wollte nur gucken. Nur gucken? Du hast uns schon ganz schön viele Süßigkeiten weggegessen, stimmt's? Nur ein bisschen. Dann hast du, Alex, wohl die anderen gegessen. Tut mir leid, das sah eben so toll aus. Ja, so schön bunt. Und es macht so Spaß, etwas aus dem Spender zu holen. Das stimmt, das kenne ich. Aber so viel Süßes ist nicht gesund. Was ist denn da jetzt drin? Rosinen, Mandeln, Haselnüsse und Erdnüsse. Aber das ist doch alles auch total lecker. Und sogar gesund. Das stimmt. Und es macht genauso viel Spaß, das aus dem Spender zu holen. Ja! wie cool. Papa muss uns unbedingt auch sowas bauen. Ja, hoffentlich macht er das gleich nachher. Bestimmt. Wir sagen ihm einfach, dass er sich ein Fach für Kaffee einbauen darf. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut. Tschüss.